Hallo und herzlich willkommen zum ersten Schachmorgen und zum ersten Schachvideo nach einer sehr langen Semesterpause. Und wir spielen 5 Minuten plus 2 Sekunden für jeden weiteren Zug. Und vielleicht ein paar Erstinformationen. Also ich werde jetzt erst einmal 4 oder 5 Schachformate wieder aufrollen, ganz langsam. Das ist natürlich der Schachmorgen, wie man sieht. Das ist aber auch die Schachnacht, der Let's Play Schach. Schachgeschichte für mich immer noch ganz wichtig. Das möchte ich dann jetzt regelmäßiger machen. Und eins habe ich vergessen. Natürlich bekannte Schachpartien möchte ich weiterhin vorstellen. Unsterbliche Schachpartien, was halt dazu gehört. Und jetzt würde ich erst einmal sagen, konzentrieren wir uns auf die Partie. Ich hoffe, ich habe noch nicht allzu viel kaputt gemacht. Wir sehen so eine Art Katalan, würde ich mal behaupten. Ich habe frühzeitig auf C4 rausgenommen. Ich hatte eigentlich auf eine andere Variante gehofft, aber die sehen wir dann vielleicht mal in einer anderen Folge von Schachmorgen. Er hat auf jeden Fall viel interpretiert. Hätte ich nicht so viel geredet, anders reagiert. Aber nun ist es zu spät und er wird wahrscheinlich mit Springer E5 dann diesen Bauern zurückgewinnen. Und dann ist die Partie eigentlich relativ offen. Okay, er nimmt erst ein Tempo mit, das er ihm gestattet. Springer E4. Ich glaube, da ist es sinnvoll, mit der Dame zurückzugehen. Und dann langsam den Damenflügel entwickeln. Er holt sich den Bauern auf C4 auf diese Weise zurück. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss mir jetzt nur überlegen, wo ich meinen Läufer hinstellen möchte. Ich denke nach B6 und den Springer nach D7. Vielleicht gleich im Anschluss nach F6, damit ich wenigstens einen von seinen aktiven Springern abtauschen kann. Hatte ich eigentlich die Zeit schon erwähnt? Ja, ich glaube schon. 5 Minuten plus 2 Sekunden für jeden weiteren Zug. Er steht ein bisschen aktiver und vielleicht fällt es mir zum Anfang noch schwer, gleichzeitig zu reden und zu denken. Das trainiere ich mir hoffentlich bald wieder an, dass das etwas flotter geht. Aber natürlich darf ich das Denken jetzt nicht ganz minimieren, sondern muss jetzt den richtigen Zug finden. Turm D8 greift zumindest den Bauern auf D4 an. Wenn er E5 spielt, ja, gewinnt er das Feld auf D6. Da muss ich aufpassen, dass das nicht zu einem Stützpunkt für seinen Springer wird. Aber ich riskiere es einfach mal mit Turm D8. Dann vielleicht Läufer D7 und Läufer E8. Wenn er den Springer sofort zieht, ist E5 vielleicht eine Idee. Und hier, ich würde eigentlich gerne mal Läufer D7, Läufer E8 probieren. Dann sind die Türme wenigstens verbunden. Ich bin ein wenig in Lauerstellung, aber hoffentlich ist die Stellung noch solide genug, dass ich mich hier gut halten kann. Ja, er kommt mit dem Bauern auf E5. Der Springer macht sich auf den Weg. Auch das ist keine Überraschung. Läufer E8. Falls ich dann wirklich F6 spielen möchte, so klar ist mir das noch nicht, dann kann ich wenigstens die Felder auf G6 und H5 abdecken. Und auch Läufer F7 kann sehr praktisch sein, einfach nur um diesen Bauern auf E6 zu decken. Was mache ich, wenn er Bauer F4 spielt? Blockiere ich mit F5? Das sieht aber echt riskant aus. Dieser Bauer auf E6, der wird immer schwach sein und kann einfach tauschen. G schlägt F6, meine Königsstellung sieht dann auch nicht mehr so gesund aus.
viel kann ich gerade in dieser Position nicht machen. Zeitlich habe ich auch ordentlich was aufzuholen. Ich probiere einfach mal ein wenig dagegen zu attackieren. Das ist vielleicht etwas verspätet. Aber so denke ich, kann ich den Turm wenigstens mit ins Spiel integrieren. Ich würde auch gerne irgendwie diesen Bauern auf C6 auflösen, damit mein Läufer besser ans Spiel teilnehmen kann. Oder vielleicht als neue Regel, dass der Springer einfach über den Bauern hüpfen kann. Okay. Na, da probiere ich es doch mit Läufer B6. Greift diesen Bauern an, vernachlässigt das Feld auf D6. Aber eventuell kann ich auch die Qualität einfach geben, wenn er den Springer auf D6 stellt. Soweit sind wir aber noch nicht. Er muss als Weißer erstmal einen Weg finden, hier durchzukommen, und solange kann ich an einen Konter nachdenken. Der Läufer auf B6 stand gar nicht mal so schlecht. Der König auf G1 auf der gleichen Diagonale, der hätte sich vielleicht noch irgendwo einen Hebel gefunden. Aber meine Stellung als Schwarze ist natürlich nicht leicht. Okay. Das ist allerdings ein Zug, der mich überrascht. Was hat er denn davor? F5? Das kann sein. Was hat er vor? Opfern auf E6, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich jetzt hier einmal tausche auf B5. Ich kann den Turm auch auf D5 stellen. Auch das gefällt mir und mein Bauch hat mir dazu geraten, das sofort zu ziehen und nicht mehr Zeit ablaufen zu lassen. Jetzt muss der Bauer definitiv weg auf C6 und dann gibt es hier auf B5 einen Spieß vom Läufer. Daraus kann sich wirklich was entwickeln. Nehme ich den. Erst einmal sehe ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Springer F6, muss ich davor Angst haben? Ich habe noch nicht wirklich davor Angst. Ich nehme erstmal hier raus. Das Turm. Turm B5. Ich probiere es einfach mal. Ich sehe noch nicht wirklich, wo sein Angriffspotenzial liegen könnte. Und mein Läufer auf E8 steht jetzt definitiv ganz gut, indem er den Punkt auf F7 verteidigt. Er verteidigt, das ist auf jeden Fall vernünftig. Gehe ich mit dem anderen Turm jetzt auf D8 und im geeigneten Moment ziehe ich den anderen Turm nach. Vielleicht hätte ich auch sofort den spielen sollen und dann mit dem Läufer hier auf E5 rausopfern und dann hängt vielleicht der Turm auf E1. Gedankenspiele. Aber ich muss ja irgendwo einen Plan entwickeln. Einen weiteren Bauern darf ich am Königsflügel übrigens nicht mehr ziehen. G6, Springer F6 sieht ungesund aus. F6 geht sowieso nicht. Würde ich mir aber auch nicht raten, wenn das gehen würde. Okay. Zurück mit dem Turm. Jetzt muss er diesen Bauern verteidigen und das wird schwer. Wenn er den Turm auf E1 zieht, kann ich immerhin hier rausnehmen. Ist die Frage, ob das gut ist.
Na, ich sehe auf jeden Fall gerade keine Widerlegung. Ein Schach hat er nicht. Ein unangenehmes Zwischenschach. Der Bauer kann wichtig sein. Das war die Speerspitze in seinem Angriffsspiel. Ich bin froh, dass die jetzt weg ist. Und es hängt ja gleich der nächste Bauer auf D4. Das sieht mir eher wie ein verzweifelter Versuch aus. Na gut, er möchte meinen Turm anfesseln. Den muss ich wahrscheinlich auch nehmen, glaube ich. Zug hat mich auf jeden Fall genug verwirrt, dass er hier einiges an Unruhe in meiner Stellung stiftet und so viel Zeit habe ich ja nun wirklich nicht mehr. Läufer F7 kann wichtig sein. Jetzt kann er nicht allzu schnell hier auf D5 nehmen. Ja, das Schach sieht unangenehm aus. Das nehme ich mit. Er gewinnt auf jeden Fall beide Türme. Obwohl. Turm nimmt, Dame nimmt Dame, Turm nimmt hier auf D8 mit Schach. Das sieht mir wirklich falsch aus. Also da hätte ich wenigstens versucht, den Turm zu nehmen mit Schach hier unten. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Hier gibt er auch auf. Ich denke, das war eine interessante Partie. Eine hübsche Verteidigungspartie, besser gesagt. Ein paar Züge zurück. Dieser Zug. Ich muss das jetzt im Kopf überlegen, beziehungsweise kann ich hier analysieren. Nein, man muss Premium-Mitglied sein bei Chess.com, dann könnte ich hier direkt analysieren. Na gut, das interessiert mich dann doch. Dann wechsle ich kurz zu Shredder und wir gehen das Ende der Partie nochmal durch. Da sind wir auch schon. Etwas ungewohnt für den Schachmorgen, dass eine Analyse am Ende folgt, aber warum nicht? Ich muss ja erstmal wieder ins Schachdenken reinkommen nach dieser langen Pause. Wir befinden uns hier gerade vor dem Zug, wo er Läufer G6 gespielt hat. Turm FE1 wird vorgeschlagen. Hätte ich mich, glaube ich, auch kurz vorgefürchtet. Der Turm auf der gleichen Linie wie die Dame. Gehen wir mal kurz durch. F5. Pardon, Turm FE1. Und C5 wird angezeigt, deswegen das F5 in meiner Gedankenwelt. Das sieht aber auch skurril aus. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, wenn er geschlagen wird, kann ich den Läufer auf C6 rausnehmen, was ja sowieso mein Wunsch die ganze Zeit war in der Partie. Und dann wäre auch der Springer gefährdet. Dieser Läufer, der bleibt erstmal stehen, wie in der Partie auch. Na gut, das ist dann eine andere Variante. Erst einmal Läufer G6. Wie hätte ich hier richtig reagieren können? Turm schlägt D4. Scheint in Ordnung gewesen zu sein. Die Verwicklung war mir aber gerade mit den paar Sekunden auf der Uhr nicht mehr ganz klar. Läufer schlägt F7 funktioniert nicht. Dazu ist er zu wenig auf diesem Punkt drauf. Turm schlägt D4. Turm schlägt D4. Dame B3 sagen wir mal. König H8. Ja, wenn er auf F7 nimmt, hängt sein Springer. Das sieht nicht gut aus für den Weißen. Läufer F5, ich könnte mit G6 kommen und dann hängt definitiv mehr Material. Also Läufer G6 war ein netter Versuch, hat ja auch geklappt. Ich habe hier genommen. Das war nicht der beste Zug, aber es hat jetzt auch nicht den Gewinn über Bord geworfen. Springer C3. Folgt von ihm. Läufer F7 ist nach schneller Analyse erst einmal richtig. Turm DE1 auch hier den Turm auf die offene Linie mit der Dame. Natürlich immer ein gefährliches Spiel. Läufer E6. Auch interessant.
denn das blockiert natürlich diese offene Linie noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig ist diese Diagonale von diesem Läufer geschützt, also ein multifunktionales Figürchen, was wir hier haben. Auch sehr interessant, hätte ich aber in der Zeit auch nicht gefunden. Er hat sowieso nicht den besten Zug gefunden, deswegen ist es, glaube ich, auch zweitrangig. Hier spielt er D schlägt E5, wenn er den Turm direkt rausgenommen hätte. Dame schlägt E5 mit Schach. Neben, neben, neben. Und er kann nicht wieder nehmen, denn dann hängt der Turm im Hintergrund. Und ich habe hier einfach eine Leichtfigur und einen Bauer mehr. Kein Problem im Spiel. Turm D2 Schach. Das hatte ich auch gesehen. Ich hatte ihm eigentlich geraten, den hier zu spielen, obwohl ich hätte ja noch das Zwischenschach gehabt und in der Euphorie hätte ich wahrscheinlich erst die Dame geschlagen und nicht das Schach gegeben. Dann wäre es wahrscheinlich nochmal spannend geworden, oder? Ich nehme die Dame. Er nimmt den Turm auf die 8. König F7, Springer D1. Na, ich kriege auf jeden Fall eine Menge Bauern. Und Schredder zeigt auch noch großen Vorteil für Schwarz an. Ja, der weiße König steht so offen. Diese Bauern sind, glaube ich, ein leichtes Ziel. Ich denke, also ich habe immer auch die Hoffnung, dass ich das auch gewonnen hätte, wenn ich mal optimistisch reinblicke in diese Stellung. Alles klar, dann würde ich sagen, beenden wir hier die erste Folge nach der Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!